klassisch. Gut, das war Terry. Dann sehe ich mir mal seine Geister an. La, 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 la. Das sind die von Banjo. Und Kazooie. Und ich fand Kazooie schon immer besser als Banjo. Geistertafel! Ich weiß nicht. Yooka-Kazooie, das wäre, glaube ich, das Spiel, das ich am liebsten spielen würde. Lass Laylee weg, lass Banjo weg, nehmen einfach nur Yooka und Kazooie. Ich weiß zwar noch nicht, wie Kazooie bei Yooka irgendwie andocken soll, aber wird bestimmt auch in den Rucksack passen. Oder so. Muss Yooka nur einen Rucksack tragen. Das fände ich irgendwie genial. So, Andy Bogart. Ja, whatever. Ich trete gleich mit Colin an, weil ich habe ja jetzt relativ brauchbar mit Terry gespielt. Was für mich bedeutet, ich habe bewiesen, dass ich ihn einigermaßen benutzen kann. Hast du eigentlich Schlitze als Augenmädel? Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Mach dich noch besser, als du eh schon bist. Ja, Füchschen. Sonst noch Probleme? Ich mag Füchse, aber... Nö. Gut, es ist ein Einsternegeist. Ich kann jetzt groß die Fresse aufreißen. Sind zum Glück fast alles nur Einsternegeist. Eins, okay, zwei davon. Okay. Will ich da anpassen oder nehme ich da einfach so, wie es ist? Puh, wenn... Oh. Ich nehme mal Pokémon-Schwert. Ich meine, von der Farbe her wäre es eher Schild, aber egal. Ich nenne das andere auch nicht Klaue. Hörst du mal auf zu furzen, wenn ich auf dem Feld bin? Wow, ich habe gerade gegen einen Sternegeist verloren. Das ist Mist. So, wo war ich gerade her? Ich wollte dich hier niederreden und dann gewinnen. Weil mir einfällt, ich muss noch immer den Arena-Kampf synchronisieren. Fuck. Also den gegen Nessa. Diesmal bin ich nicht ausgewichen, aus Gründen. Get over here! Take a bite-o in the fight-o. So, von denen war jetzt keiner entwickelbar, glaube ich, oder? Kim Kapwan. Wer auch immer. Ich trete mit Rot gegen Rot an. Zeig mir deine Macht. Ken. Heißt du jetzt Ken oder Kim? Ken Kwapshishi, und was macht Ridley hier? Muss ich jetzt wieder anfangen zu singen? Bitte sing nicht! Alles nur kein Singen, ich weiß. Okay, man kann doch aus der Arena geschleudert werden. Das ist immer noch nicht Ken, das ist King DDD. Ich bin dafür, das Gleiche zu tun wie eben. Ah, da ist er ja. Ich habe auf dich gewartet. I've been waiting for you. Alter. Du guckst dir eine Woche lang mal wieder die ganzen Filme an, schon hast du nur haufenweise Star Wars Zitate im Kopf. Das geht gar nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich die heutige Meme-Culture noch einigermaßen verstehe. Ich erleide dasselbe Problem auch ab und zu. Aber manche dieser Memes gehen mir einfach nur sowas von auf den Sack. Dieses blöde, ich werde die Karriere dieses Mannes zerstören, Zeug. Oder hold my beer. Oder halt der ganze Scheiß, den man dauert in sämtlichen Kommentaren liest. Das hängt mir so zu allen Ohren raus. Finden das die Leute noch cool?
Oder ist das einfach nur, weil man das so sagt? Sagen wir das auch so? Okay, will ich gleich anfangen zu fluchen? Oder hebe ich mir das für später auf? Geez Howard. Das ist das Untitled Goose Game. Nakoruru. Ja, also du gehörst verprügelt, so wie du gezeichnet wurdest. Das ganze Gesicht ist schief. Die Farbe da oben, die Highlights in den Haaren sind auch total. Warum? Der Dress an sich? Dazu diese Elefantenbeinchen? Aber das Theme ist cool. Mir aber, Alter. Ich will auch meinen Fernangriff einsetzen, also lass mich meinen Fernangriff einsetzen. Da! Nein, mal hin. Willst du mich mal an die Knarre weglegen, Alter? Boah, ich hasse dieses Level. Wird sich von alleine erledigen. Aha, Post Flankren Badge. Den braucht keiner. Ja, weg mit der. Ich hab sie in der Sammlung, somit ist die Sache erledigt. So, Ralph und Clark. Bist du es, Vater? So. Ich erlaube mir, in den Vorteil zu gehen und bin jetzt in Pokémon Deutsch übergegangen. Warum die so heißen, muss ich nicht erklären, oder? Es sind Pokémon mit Erweiterungen. Und sie sind nach Schwertschild und Griffel ausgebaut. Aha. Ich bleib hier hinten einfach mal so lange stehen, bis ihr rüberkommt, ja? Ja, tut mir leid, Snake. Du hast echt ein Problem, weil mit dir kann man nicht kämpfen. Ich hab's selber oft genug versucht. Wenn man aus irgendeinem Grund mit dir 9,9 erreichen muss. Und es ist die Hölle. Von daher hat die KI mein Beileid, weil ich weiß, mit Snake kann man nicht kämpfen. Hey, Snake ist mein Main. Das ist schön für dich, aber nein. Man kann nicht mit Snake kämpfen. Wenn ihr mit Snake kämpfen könnt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Das würde mich mal echt interessieren, ob irgendwer mit Snake klarkommt. Weil, boah. Habe ich es jemals geschafft? Ich glaube nicht. Lass mich mal kurz nachgucken. Wo war denn das? Hier, ne? Nope. Nein. Bewältige klassischen Modus auf 9,9. Okay, das war was anderes. Was war denn das mit Snake? Bewältige als Snake den klassischen Modus auf Stufe 5. Keine Continuous. Okay, das war das. Das war das. Ich habe es offenbar geschafft. Aber es war nicht leicht. Ich habe immer noch nicht den auf 9,9 geschafft. Das ist ein bisschen doof, aber das brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht versuchen, weil... nein. So, ist eins der neuen Pokémon gerade im Angebot? Nee. So, bei euch habe ich... Du hast einen Vogel, den hebe ich mir zum Schluss auf. Nein, nicht ganz zum Schluss, aber... Vor der Legende. Nach den Arschen hier. Arsch 1, Arsch 2, Arsch 3, Arsch 4. 4 Arsche. Sagt das Spiel nicht. Ich stehe drüber. Ass. So. Ryu Sakazaki.
Du bist wirklich, also... Wie alt ist dieser Charakter? Weil Ryo und Ryu ist schon so eine Sache, ne? Und das... ey, das sieht einfach aus wie eine Son Goku-Kopie. Du kannst mir nicht sagen, dass er keine ist. Son Goku ist jetzt in Smash Bros. In einer sehr, sehr eigenartigen Form, aber egal. Was ist das hier? Werbung? Für den neuen Mii-Anzug? Könnte funktionieren. Was? Er hat das überstanden? Wie kann er nur? Los, weg von diesem verdammten... Wieso hat er sein... Aber warte mal, ist ein Mii. Was soll der schon ausrichten können? Mit seinem Smash. Sieht so, als hätten Mii irgendwelche krassen Super-Smashs, die alles vernichten. Sagte sie, bis das passierte? Also, was habe ich gesagt? Ich lebe noch. Er nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns. So, Bootleg Son Goku besiegt. Der nächste Arsch. Ich werde mich anpassen. Mit Pokémon Schild. Captain Falcon! Falcon Punch! Bereit? Das ist nicht Captain Falcon, das da ist Donkey Doof. Ah, Affen. Warum sind es immer Affen? Ich habe nicht so ganz verstanden bei Rise of Skywalker. Warum hat ein Affe Kylo Rens Maske zusammengeschweißt? War das ein Hinweis darauf, dass Planet der Affen im Kanon von Star Wars ist? Hat Andy Serkis den Affen gespielt? So viele Fragen. Wer ist dieser Affe? Warum ist dieser Affe? Was sollte dieser Affe in dem Film? Warum gibt es Affen in Star Wars? Okay, ich muss nur einen dieser Dinger hinkriegen. Und bin ihn los. Das Problem ist, dass er noch nicht mal der Hauptgegner ist. Endlich. Oh, scheiße. Mein Erzfeind. Pikachu. Pikachu. Ich muss mir immer noch Detektiv Pikachu auf Blu-ray ansehen. Ich meine, ich habe es damals im Kino gesehen. Aber die Blu-ray liegt hier schon wieder seit Wochen ungesehen rum. Die 4 auf Missing Out Culture funktioniert perfekt bei mir. Erstmal das Steelbook kaufen. Später kann man sich ja immer noch ansehen. Ey. Du machst jetzt nicht das mit mir, was ich die ganze Zeit mit deinen Kumpels mache. Scheiße, falsche Richtung. So, Falkenpulli. Aua, aua, aua. Lässt du mich gehen? Aua. Lass es sein, Falkilein. Komm mal her. Aua. Verschwinde. Nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das erhofft hatte, aber egal. Ja. Okay, jetzt ist es langsam eine Frage von, wer fliegt zuerst aus der Arena. Die! Kyo Kusanagi. Warum nicht? Nagi. Was bist denn du für eine Schlange? Kusa. Ich sollte nicht so tun, als könnte ich Japanisch. Ich kann es einfach nicht. Also frag mich nicht, was der Name bedeutet. Es ist bestimmt irgendwas, was. Ich bin mir sicher, dass Nagi irgendwie in die Richtung Schlange geht, weil es gibt die Nagi, dann gibt es Nagini. Das ist irgendwie alles das Gleiche. Und so der nächste Arsch heißt Hiroi Yagami. Das ist einfach der Name. Mit Yagami, da kenne ich mich aus. Also, wer weiß noch, damals Light. Lori, Light. Oder ist es Iori? Ist wahrscheinlich Iori. Weil das ist kein
kleines L, sondern ein großes I. Egal, was macht der? Okay, wir müssen mit der K.O. machen. Gesenkte Sprungkraft für alle. Scheiße. Was ist ein Kira de Kira? Kräfteklaus, Kira de Kira. Da fehlen zwei Geister. Was habe ich mit denen gemacht? Fuck. Ich muss mir irgendwann mal angucken, wie ich Kira vernichtet habe. Folge 100 oder so. Was ist denn das für eine Scheiß-Stage? Komm mal hoch, ich habe gerade keine Lust, zu dir runterzukommen. Danke. Well, that is convenient. Also, bis du dich entscheidest, hier rüberzukommen, weil ich das einfach weitermachen, bis du weg bist. Goodbye, Wolfilein. Oh, es gibt mehr Wölfe. Okay, was? Warum? Vor allem, warum so schnell? Egal. Normalerweise hüpfe ich wie so eine Irre durch die Gegend und jetzt durfte ich nicht hüpfen, also habe ich einfach bum 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 und weggemacht.